Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist noch nicht lange her, gerade einmal 3 Jahre, da wurde mir vom Senat Panikmache vorgeworfen. Panikmache, denn es sei ja alles gar nicht so schlimm auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Ja, damals, da waren sich Müller und Wovereit einig, dass sie lieber erstmal nichts machen. Heute sehen wir, das war ein Riesenfehler. Denn heute ist aus meiner angeblichen Panikmache eine echte Wohnungsnot geworden. Wir haben die heftigsten Mietsteigerungen seit 20 Jahren und das flächendeckend in der ganzen Stadt, obwohl die Einkommen kaum gestiegen sind. Tagtäglich wird immer noch preiswerter Wohnraum durch Abriss, teure Modernisierung und Zweckentfremdung zerstört und übrigens mehr als öffentlich gerade neu gebaut wird. Und Verdrängung aus der Nachbarschaft und Zwangsräumungen sind heute für viele Menschen bittere Realität. Und sogar die Mittelschicht kann sich die Miete in den begehrten Lagen, sprich innerhalb des S-Bahn-Rings, kaum noch leisten. Da stimmt doch was nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Es scheint zwar so, als hätte der Senat seine mietenpolitische Lethargie mittlerweile überwunden, doch wenn man mal genau hinschaut, ist die rot-schwarze Wohnungspolitik immer noch geprägt von Blockade, bewusster Verschleppung und Schlampigkeit. Das haben wir beim wirkungslosen Zweckentfremdungsverbot erlebt. Das haben wir auch erlebt bei der Umwandlungsverordnung, die über 3 Jahre lang angekündigt wurde. Eine unendliche Zeitspanne, damit auch noch der letzte Spekulant zum Zuge kommt. Und auch im Umgang mit den bestehenden 140.000 Sozialwohnungen ist der Senat nicht bereit, die alten Fehler aus Westberliner Zeiten zu korrigieren. Die Eigentümer können sich weiter zulasten der Mieterinnen und Mieter bereichern. Liebe Freundinnen und Freunde, dieser Senat produziert faktisch immer noch Wohnungsnot. Und genau deshalb haben die Initiativen ein Mietenvolksbegehren initiiert. Es ist quasi eine schriftliche Abmahnung der Stadtgesellschaft an den Senat für seine verfehlte Wohnungspolitik. Deshalb finde ich es gut und richtig, dass es dieses Volksbegehren jetzt gibt. Und deshalb fordere ich auch zusammen mit der Mieterbewegung, wenn Rot-Schwarz nicht einen echten Paradigmenwechsel einleitet, dann muss diesem Senat die fristlose Kündigung ausgesprochen werden. Aber liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns die Wende in der Wohnungspolitik nicht nur hier im LDK-Antrag aufschreiben und beschließen, sondern lasst uns anschließend auch rausgehen und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft kämpfen. Lasst uns dafür kämpfen, dass das Land Berlin die Versorgung mit Wohnraum wieder als Daseinsvorsorge begreift und dass es in Berlin möglich bleibt, dass der ALG-II-Empfänger neben der Professorin wohnt. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir mindestens 40% der Wohnungen im gemeinwohlorientierten Sektor erreichen, wie in Österreich und der Schweiz. Und lasst uns dafür kämpfen, dass eine energetische Sanierung wirklich sozialverträglich stattfindet. Ökologische Sanierung muss sein, da sind wir uns alle einig, aber keine Luxussanierung durch die ökologische Hintertür. Rot, Rot, Schwarz hat die Berliner Wohnungspolitik in den letzten 15 Jahren konsequent verschleppt, verzockt und verbockt. Aber noch können wir umsteuern. Das ist keine Panikmache, liebe Freundinnen und Freunde, sondern eine Aufforderung, den Fakten in unserer Stadt mutig ins Gesicht zu schauen und eine Aufforderung, starke Maßnahmen zu ergreifen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns kämpfen um jede einzelne bezahlbare Wohnung. Vielen Dank.